Und herzlich willkommen zurück im wunderschönen Tamriel. Ja, wir sind wieder vor der Zuflucht, aber eigentlich wollte ich mit euch noch kurz etwas anderes machen. Wir müssten dann allerdings kurz die Zuflucht annehmen, weil ich dummerweise hier stehen geblieben bin. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zu unserem üblichen Punkt hier. Ach, da seid ihr ja. Kommt, wir müssen reden. Es ist Zeit, Entseelte. Sarsahan hat seine Kraft zurückgewonnen. Ihr müsst ihn ins Tal der Klingen begleiten, in die Heimat seiner Ahnen. Das Tal der Klingen? Ein uralter Handelsplatz hoch in den Bergen von Hammerfall. Ein Ort, von dem ich dachte, die Zeit hätte ihn längst verschlungen. Sarsahan hat den Schlüssel einem seiner Mentoren dort anvertraut. Er muss geborgen werden. Ich verstehe. Kommt schnell. Mani Marco führt zweifelsohne seine eigene Suche nach dem Amulett der Könige durch. Wir dürfen nicht zulassen, dass er es vor uns erreicht. Ich werde sofort aufbrechen. So, sofort heißt dann aber in dem Fall tatsächlich nicht sofort. Jetzt muss man eben eine Sache vorwegnehmen. Und zwar, ich bin ja im letzten Video, glaube ich, auf Level 43, meine ich, gewesen. Und ich habe jetzt das Champion-Level erreicht. Man sieht es hier. Also ich habe jetzt das Champion-Level von der Main, von diesem Account hier erreicht. Und muss dazu sagen, ich habe es nur deswegen erreicht, weil ich total genervt davon war. Ja, nervt du mich jetzt mal nicht. Weil ich total genervt davon war, dass ich überhaupt gar keinen Schaden mehr gemacht hatte. Und ja, wo sind wir denn jetzt hier? Gradwald, da. Ich kann schon gar nicht mehr richtig gucken hier. Und dann habe ich einfach mal den Epi gefragt, ob der mich mal kurz durchziehen kann. Das heißt, wir sind ins Schwarzrosengefängnis in Trübmoor gegangen. Und ich wollte gerade sagen, ich bin ja gar nicht mehr. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen hier. Nach Trübmoor gegangen und haben da entsprechend gelevelt. Das Nürnwurz nehme ich jetzt nochmal eben schnell mit, weil ich nämlich auf dem Account nicht wirklich viel davon habe. So, jetzt sind wir hier in Gradwald. Warum, fragt ihr euch? Das werde ich euch jetzt sagen. Mit Level 45 erhaltet ihr die Einladung in die Enklave der Unerschrockenen. Die nehme ich jetzt mal an. Wollt ihr, wisst ihr nicht, wohin mit eurer Zeit? Wollt ihr mal ein bisschen Blut vergießen? Ist eure Geldbörse ein bisschen zu leicht für euren Geschmack? Wir haben die Lösung. Kommt zu einer der Enklaven der Unerschrockenen und legt ein Gelöbnis ab. Papier umdrehen. Wer das Gelöbnis ablegen will, muss im Folianten der Unerschrockenen unterschreiben, um seine Absicht zu bezeugen. Falls ihr noch nie mit den Unerschrockenen unterwegs wart, dann habt ihr jetzt die beste Gelegenheit dazu. Nachfolgend die Wegbeschreibung zum Lager. Wir sehen uns dort. Mai. Ja, Wegbeschreibung ansehen, unschwer zu erkennen. Ne? Das Zeichen ist jetzt hier. Das heißt, wir laufen jetzt einmal hier quer durch zum Folianten. Unterschreiben dort. Dann seht ihr hier die anderen, die unterschrieben haben. Hier unten ist dann unser Name. Ich finde das ziemlich cool. Ich mache da jetzt einfach mal einen Screenshot von. Ich würde einen machen, wenn ich die richtige Taste drücke. So, damit seid ihr aber noch nicht ganz fertig. Übrigens hier hinten im Hintergrund, da steht Bulgrul. Mann, ich kann nicht mehr lesen heute. Mit dem könnt ihr sprechen, wenn ihr zusätzlich noch ein bisschen Punkte machen wollt bei den Unerschrockenen. Weil der ist für die tägliche Quest gut. Dann müssen wir jetzt als erstes hier oben hin. Da müssen wir dann mit Mai al-Ragat sprechen. Unsere Reihen sind in den letzten Monaten stark angewachsen und unsere Schatzkammern quellen von Gold und Juwelen über. Wir wollen, dass diese Beute an die Besten unter uns geht. Mit dem Gelöbnis stellt ihr das fest? Es ist ein verbaler Handschlag, ein... Wisst ihr was? Geht und sprecht mit Glirion dem Rotbart. Er wird euch alles sagen, was ihr wissen müsst. Dann werde ich mit ihm sprechen. Oh ja? Hallo? Sie ist ein stolzes Mitglied. Hört auf den Namen Helralala. Aber nicht das... Ihr wisst schon, ihr mit ihr sprecht. Sie ist eine fiese, alte Kanaille. Okay, also einmal kurz auf E drücken, scheint den Dialog ein wenig zu überspringen. Schade. Ihr Name ist sehr anders als der eure. Das ist eine witzige Geschichte. Als sie noch jung war, hörte irgendein Hohlkopf ihren Namen und hatte Schwierigkeiten, ihn auszusprechen. Ihr echter Name lautet Hel al-Ragat, genau wie der meine.
Doch Ralala blieb irgendwie hängen und nun benutzt sie ihn schon 30 Jahre. Danke für das Gespräch, Mai. Dein Drache. So recht. Oh, jetzt redet doch nicht alle von den Drachen. Also das Problem hatten wir jetzt schon des Öfteren, also beziehungsweise ich des Öfteren, gerade auch bei den Aufnahmen, dass ich mit den Leuten gesprochen habe und die ganze Zeit konnte ich damit eh weiterklicken und plötzlich wurde irgendwas übersprungen. Marge, Orgalak und ich wurden dazu auserkoren, eine Herausforderung für unsere Kameraden auf die Beine zu stellen. Wir werden Unerschrockene in die Tiefen Tamriels entsenden, um nach Schätzen und Ruhm zu suchen. Unterscheidet sich das irgendwo von ungewöhnlichen Expeditionen der Unerschrockenen? Der Unterschied liegt in den Belohnungen. Jeden Tag werden wir drei uns auf ein bestimmtes Verlies festlegen, das die Mannschaft erkunden wird. Tapfere Naturen wie ihr legen ein Gelöbnis ab, den Auftrag zu erledigen. Also das heißt dann nichts anderes als, ihr könnt jeden Tag einmal hier hinkommen. Es gibt zwei, sowohl bei der, ich nenne sie immer noch Mai, wie auch beim Grillion hier. Das sind leichtere Verliese. Und wenn ihr dann zum nächsten, wo wir gleich hingeht, das sind immer die DLC-Verliese, die ihr machen könnt. Unter Level, also unter dem Champion-Level, also sprich unter Champion 10, könnt ihr das, nee, ich glaube ab 50 fängt es sogar an. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man wirklich CP davor stehen haben muss. Könnt ihr die ganzen Sachen nur auf normal machen und später, also definitiv ab dem Champion-Level, könnt ihr das Ganze dann auch in Wettlaufen. Warum denn drei von euch? Mars Verhalten passt am besten zu den Jungspunden. Ich hingegen verstehe, wie zerbrechlich das Leben ist. Ich werde die Aufgaben nicht beschönigen, die ich unseren erfahreneren Kohorten gebe. Orgalak, fällt ihre Entscheidung allein auf Grundlage ihres Wunsches, euch zu brechen oder sich euch zu nehmen? Das Ergebnis ist das gleiche. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? was sind die Belohnungen, wenn ich das Gelöbnis ablege? Ihr verdient euch Schlüssel, die ihr bei uns einlösen könnt, um Ausrüstung zu erhalten, die wir bereithalten. Härtere Herausforderungen bringen auch mehr Schlüssel und mehr Gelegenheiten ein, um euch die Taschen voll zu stopfen. Also mit anderen Worten, wenn ihr auf Normal spielt, erhaltet ihr wesentlich weniger Schlüssel. Wenn ihr auf Wett spielt, erhaltet ihr mehr Schlüssel. Und ich habe noch nie darauf geachtet, aber das Gold scheint auch höher zu sein, wenn ihr auf Wett spielt. Ich glaube, ich verstehe. Sehr gut. Dann stellt euch Orgarlak Häuptlingsfluch vor, falls ihr Wert darauf legt, auch weiterhin noch gut kauen zu können. Sie mag es ganz und gar nicht, wenn man sie übergeht. Ich werde auf jeden Fall mit ihr sprechen. Die Mannschaft kam ja nicht zusammen, damit wir uns am Ende Landhäuser kaufen oder einen Sitz im Kaiserrat erfeilschen können. Wir kamen zusammen, um das Land zu erforschen und Spaß zu haben. Warum also nicht unsere Beute und unseren Wohlstand mit anderen teilen? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe es jetzt gerade mal auch drauf achten können. Es ist immer, wenn man was abschließt, wenn man normalerweise unten auf also was bekommen würde oder wie auch immer, dann macht er diesen Sprung rein. Das habe ich nicht bei jedem Char, aber ich habe es immer wieder. Also es scheint irgendwie so ein Bug auf einer speziellen Ebene zu sein, vermute ich mal. Warum nennt man sie Gelöbnisse? Das war meine Idee. Viele aus unserer Kohorte sind Trinker, die nur auf Spaß und Spannung aus sind. Meine Weltsicht ist eine andere, daher das Gelöbnis. Bei einem Gelöbnis lodet man die tiefen Orte der Welt aus. Muss ich ein echtes Gelöbnis aussprechen, um mich an die Herausforderung machen zu können? Das wäre mir lieber. Ich gelobe, hier fügt ihr den Namen des Verlieses ein, zu erforschen und unerschrocken zurückzukehren. Ganz einfach, finde ich. Edel. Wie meintet ihr das mit der Zerbrechlichkeit des Lebens? Ah, ja. Mein Hintergrund unterscheidet sich ein wenig von den anderen Mitgliedern der Mannschaft. In früheren Jahren war ich ein Dämmerrankenwaldläufer. Ich diente in jenem Konflikt, der Walenwald spaltete. Und das hat eure Weitsicht geprägt? Ja. Ich habe Dinge getan. Dinge, über die ich nicht sprechen werde. Heute ist mir jeder Atemzug kostbar. Es erfreut mich, den Puls unter der Haut an eurem Hals zu sehen. Okay. In Ordnung. Warum seid ihr ein Mitglied der Unerschrockenen?
Wie ich schon sagte, das Leben selbst ist für mich schon spannend genug. In eine Krypta gehen, um den Untoten dort ein Ende zu machen? Mich Konstrukten zu stellen, die mich um das Doppelte überragen und das auch noch zu überleben? Wahrlich, da spürt man doch, dass man noch am Leben ist. Dass man unerschrocken ist. Okay, Hilfe, was ist das hier? Da muss ich durch. Gesichter taugen für mehr als nur für Schläge. Bei seltenen Gelegenheiten. Ich schätze, ich werde mich daran gewöhnen, eures hier zu sehen. Oder auch nicht. Vielleicht wird es euch ja auch gleich bei eurem ersten Gelöbnis zerfleischt. Hoffen wir mal nicht. Also was genau macht ihr hier? Ich breche Herzen. Ich breche Nasen. Ich breche eigentlich alles, wonach mir der Sinn steht. Und wenn mir danach ist, lasse ich andere Gelöbnisse eingehen. Unerschrockene, die zu den Ersten gehören wollen, die in neu entdeckte Verliese dürfen, müssen an mir vorbei. Neu entdeckte Verliese? Selbst wir haben nicht alles gesehen, was Nirn zu bieten hat. Manche Unerschrockene finanzieren Expeditionen, um neue Herausforderungen zu finden. Dadurch verdienen sie sich das Privileg, die Ersten zu sein, die sich daran versuchen. Wenn ihr Anspruch auf neue Verliese erhebt, dann biete ich euch Gelöbnisse für sie an. Ich werde darauf achten, stets mit euch zu sprechen, sobald ich Anspruch auf ein neues Verlies erhoben habe. Gut. Richtet Marsch aus, dass ich gesagt habe, ihr solltet einen Schlüssel kriegen. Vielleicht hilft euch das dabei, dieses Gesicht lange genug zu behalten, damit ich mich daran gewöhnen kann. Das werde ich tun. Bei den alten Clans? Ja. Wenn Orsema mit eurem Verhalten unzufrieden sind, dann übernehmen die Klingen das Reden. Ich habe da eine sehr feste Meinung. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ja, und man hat ja mal wieder gesehen, es war wieder, wenn oben abgeschlossen reinkam, dann ja, war dieser Mist, dass er so gesprungen hat. Und jetzt darf ich gar nicht mehr mit ihr reden. Okay, aber ihr seht jetzt da oben diese blauen Pfeile, die sind jetzt auf jeden von den dreien drin. Und da könnt ihr dann einfach mit sprechen, sobald ihr diesen blauen Pfeil habt. Und dann könnt ihr die Gelöbnisse annehmen. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier runter, weil da oben ist immer so ein mega Trubel. Und zwar in Gradwald, habt ihr das auch schon gesehen, hier beim großen Baum im Eldenwurz. Das ist immer dieses Symbol hier. Dann gibt es noch eins in Deshan. Da müsst ihr hier zum Wegschrein von Gram... Nein, ich will jetzt nicht dahin reisen. Zum Wegschrein vom Gramfeste reisen. Und da gibt es dann hier unten die Enklave der Unerschrockenen. Und die letzte Enklave ist dann in Stormhafen. Da geht ihr hier unten nach Wegesruh und die findet ihr dann hier unten links. Vom Wegschrein, ja, von Wegesruh. Wir wollen aber natürlich jetzt nicht in eine andere Enklave reiten, in eine andere Enklave suchen quasi. Sondern wir reiten jetzt wieder zurück nach Auridon. Da gehe ich dann zum, wenn er mich mal durchlassen würde, da gehe ich dann direkt zur Zuflucht. So, einmal Auridon ausgewählt und wie gesagt, ihr könnt direkt auf die Zuflucht. Es ist aber nur kostenlos, wenn ihr an einen Wegschrein steht. Und da wir ja schon alles angenommen haben, können wir jetzt auch direkt in die Zuflucht reingehen, weil die Quest haben wir ja vorne angenommen am Anfang der Folge. Ist leider jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich hatte ein bisschen Panik, dass ich die dann nachher noch verpasse. So, Buch haben wir keins mehr, aber den Fisch können wir wieder einsammeln, wenn er denn eingesammelt wird. So. So, Sai, was hast du auf dem Herzen? Ehre und Glaube seien mit euch, meine Freundin. Wir sind so gut wie bereit für die Abreise. Fürst Waren hat darum gebeten, dass Tarn und Schneelilie sich uns zur Sicherheit anschließen. Auch wenn ich nur wenige Orte kenne, die so ruhig sind wie das Tal der Klingen. Warum müssen wir ins Tal der Klingen? Sie war meine erste Mentorin und Lehrerin, eine wahre Meisterin der Klingen. Sie bildet in diesem Tal noch immer junge Schwertkämpfer aus, all jene, die sie ihre Lektionen für würdig erachtet. Was unterrichtet sie? Die Fechtkunst, aber noch weitaus mehr als das. Ihr Unterricht dreht sich um die Dreieinigkeit von Körper, Klinge und Klarheit. Die alten Schwertsänger sollen alle drei dieser Aspekte gemeistert haben. Für Fragen ist auch später noch Zeit. Seid ihr zur Abreise bereit? Ja, ich bin bereit. Ein Portal wird eure Reise beschleunigen.
Ja, und ich habe jetzt gar nicht so darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber das hier ist ein Teil, den ihr, wenn ihr jetzt noch nicht ganz so groß seid, vielleicht nicht hinbekommt am Ende. Also ich hatte damals wirklich Probleme. Allerdings habe ich die auch öfter gemacht, als es noch schwieriger war. Kann vielleicht sein, dass es heute ein bisschen ja, verbessert wurde, ein bisschen einfacher gemacht wurde. Das ist ja das Schöne an diesem MMO, dass ja, im Prinzip jeder spielen kann. Also jeder, der alleine spielt, so wie ich in der Regel. Ich habe zwar auch meine Gilde, mit denen laufe ich auch. Auch wenn ich im Moment leider nicht ganz so viel Zeit habe, muss ich gestehen, weil ich ja, irgendwo den Spagat wage zwischen Videos, generell arbeiten, schreiben, also sprich Bücher schreiben oder dann mein aktuelles Buch weiterschreiben und jetzt aktuell noch sowohl zeichnen wie auch 3D-Konstruktionen lernen. Also zeichnen ist soweit okay, solange ich abzeichne, aber das digitale Zeichnen, da habe ich noch so ein bisschen Probleme mit, weil das nicht so einfach ist, wie einen Bleistift auf dem Papier zu schwingen. Ja, und die 3D-Modulation eben. Sei. Bemerkt ihr den Geruch von glimmender Glut in der Luft? Vielleicht erleben wir etwas ganz Besonderes, wenn Kasura gerade den Feuergang unterrichtet. In welche Richtung gehen wir? Die Abtei liegt ein kleines Stück den Weg hinauf. Wir haben Glück, dass mein Fürst Waren ein Portal für uns geöffnet hat. Dieser Erdrutsch scheint den einzigen Zugang zum Tal zu versperren. Wodurch wurde er wohl ausgelöst? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie davon gehört, dass es in diesen Bergen Erdbeben gibt. Seltsam. Scheren sich alle rotwardonischen Schwertkämpfer die Bärte? Es ist Tradition, dass sich rotwardonische Männer in besonders schweren Zeiten die Köpfe scheren. Ich habe mir meinen Kopf schon vor langem geschoren, als ich die verlorene Tradition der Schwertsänger nicht wieder aufleben lassen konnte. Außerdem ist langes Haar in der Schlacht nur hinderlich. Aber euren Bart habt ihr euch nicht geschoren. Es gibt da ein altes Sprichwort unter Rotwardonen. Ein Mann ist nur so groß wie der Bart, der ihn trägt. Ein voller, gesunder Bart bringt ein großes Maß an Ehre und Weisheit mit sich. Und natürlich Krümel. Könnte man den nicht auch in der Schlacht packen? Ein paar haben das schon versucht, aber ein Narr und seine Finger gehen schnell getrennter Wege. In welche Richtung gehen wir? Die Abtei liegt ein kleines Stück den Weg hinauf. Wir haben Glück, dass mein Fürst Waren ein Portal für uns geöffnet hat. Dieser Erdrutsch scheint den einzigen Zugang zum Tal zu versperren. Wodurch wurde er wohl ausgelöst? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie davon gehört, dass es in diesen Bergen Erdbeben gibt. Seltsam. Los geht's. Es ist seltsam, zu diesen Bergen zurückzukehren. Erinnerungen an die Jugend überschwemmen mich. Jede bringt ihre eigene Sorge oder ihre eigene Freude mit sich. Oh, Freude. Was ist hier los? Wir sind noch nicht einmal fünf die Minuten. Die Abtei brennt. Hier unser Hahn wird schon rührselig. Wir müssen Kasura finden. So viel Zerstörung. Wer könnte das getan haben? Ich fürchte, ich habe das schon zuvor gesehen. Richtet die Augen himmelwärts, Titanenkind. Die Würmer werden für ihre Untaten büßen. Ich schwöre. Kasura! Komm mit, die ist hier vorne. Dort! Kasura, seid ihr verletzt? Was ist geschehen? Saisahan, Eindringlinge, Kultisten. Sie haben die Abtei angegriffen. So viele meiner Schüler sind gefallen. Die Abtei liegt in Trümmern, Kasura. Wie konnten sie nur... Eine gigantische Bestie. Wie nichts, was ich je gesehen habe. Die Kultisten, sie öffnen die Risse ins Reich des Vergessens. Schont eure Kräfte, Kasura. Dafür werden sie bezahlen. Das verspreche ich euch. Was denkt ihr? Eine Falle? Nur wenn ihr nichts davon wisst, ist es eine Falle. Ich nehme an, alles ist eine Falle. Deshalb ist es eine Herausforderung. Lyris, lass doch einfach mal den armen Tarn bitte wieder los. Ja, du musst den nicht unbedingt im Schwitzkasten halten. Immerhin müssen wir jetzt kämpfen. Mann, okay. Im Namen Molag Bals, kommt herbei und vernichtet seine Feinde. Nein, ich hab Trick 17 verpasst. Also wir können entweder kämpfen und dann den Siegelstein zerstören.
Das war jetzt die längere Variante. Es gibt aber auch noch eine abgekürzte Variante, die ich leider vergessen habe, die ich euch aber gerne zeigen möchte beim nächsten. Und zwar, indem ihr schnell genug drauf hinläuft und dann einfach auf E drückt. Gehorcht mir! Und schwupps, da sind auch eure Gegner weg. Ja. Den Trick, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber den Trick habe ich irgendwann mal rausgefunden. Durch Kommt Zufall. Herbei und labt euch. Und schwupps. Den könnt ihr leider nicht so besiegen. Ah, Salsahan und Anhang, endlich. Mein Haustier hat auf euch gewartet. Augen himmelwärts, da kommt was. Wie viele eurer Freunde müssen noch sterben, Salsahan? Wo ist das Amulett der Könige? So. Ach nee, wir können noch nicht... Besucher, du bist hier. Gut gekämpft. Salsahan reist mit würdigen Gefährten. Seid ihr verletzt? Meine Verletzungen sind nicht schwer. Was sind schon ein paar Narben für eine alte Kriegerin? Narben erinnern uns daran, dass die Vergangenheit sich wirklich zugetragen hat. Meinen Schülern und meinem Heim ist es nicht einmal halb so gut ergangen wie mir. Ich bin froh, euch zu sehen, aber ich frage mich auch, warum ihr hier seid. Wir sind wegen des Rings gekommen. Ist er sicher? Sie haben den Ring von Stendars Gnade nicht gefunden. Doch da der König der Würmer nun weiß, dass ihr hier seid, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er einen weiteren Angriff unternimmt. Dann müssen wir den Ring holen und schnell wieder aufbrechen. In der Tat. Am oberen Ende der östlichen Treppe liegt der geheime Eingang in die Ahnenkrypta. In ihr befindet sich der Ring. Los geht's. So, Kasura macht noch. Der versteckte Eingang wird nicht erkennbar sein. Warum braucht deine Krypta einen geheimen Eingang? Es ist ein Wunder, dass es im Himmelsrand noch eine ungeplünderte Krypta gibt. Ihr Nord könntet sicher noch was von den Bauherren Hammerfalls lernen. Vielleicht könnte Hammerfall Nibenei auch ein paar gute Manieren beibringen. Also der Eingang ist nicht erkennbar, aber ich wusste natürlich schon, wo er war. Bei jedem meiner Besuche hier kann ich die Gegenwart meiner Ahnen spüren. Mir wurde die große Verantwortung aufgebürdet, ihr Opfer zu ehren und ihr Erbe zu bewahren. Eure Ahnen sind hier aufgebahrt? Jawohl. Zusammen mit einigen der berühmtesten Schwertsängern, die je gelebt haben. Wir müssen vorsichtig und mit großem Respekt vorgehen. Warum hat Kasura den Ring hier versteckt? Wir dachten beide, er wäre im Tal der Klingen gut geschützt. Die begabtesten jungen Schwertmeister Hammerfalls werden hierher eingeladen, sich von Kasura ausbilden zu lassen. Die Stadt war voller starker Arme und scharfen Stahl, ehe dieser Titan auftauchte. Wie hat Manimaku von diesem Tal erfahren? Das weiß ich nicht. Vielleicht hat ihm jemand von meiner Vergangenheit erzählt. Vielleicht hat er es meiner Erinnerung entrissen, als ich in den Hallen der Qual war. Jedenfalls trage ich die Schuld an der Verwüstung des Tals. Niemand, den ich liebe, kann sich in Sicherheit wiegen, solange Manimaku noch lebt. Wir werden Manimaku aufhalten. Dann werde ich eine ordentliche Waffe brauchen. Kasura meinte, der Zweihänder meines Vaters würde neben dem Ring verwahrt. Es scheint nur angemessen, dass ich ihn zu seinen Ehren führen sollte. Los geht's. Seid vorsichtig. Nur wenige Lebende durften unter den geehrten Toten wandeln. Ja, also ihr könnt jetzt theoretisch alles hier durchsuchen. Meiner Erfahrung nach kommt in den meisten weißen... Ja, okay, hier ist jetzt ausnahmsweise mal klares Wasser. Aber in den verbrannten Fässern, da könnt ihr in der Regel auch immer mal was zu essen finden. Beziehungsweise, ja, Zutaten finden. Ivard Hunding, Sohn von Frandardo Hunding Helansai Noshira. Der größte der Schwertheiligen. In jedem Haushalt in Hammerfall gibt es eine kleine Nische mit einer Ausgabe der größten Arbeit seines Vaters. Dem Buch der Kreise. Das ist schön. Können wir uns jetzt weiter aufmachen oder möchtest du noch andere Ahnen ehren? Sei? Okay, gut. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Es scheint passend, dass der Ring von beim Schwerte meines Vaters, Nasir Itaf Sahan, verschreibe ich mich der Zerstörung Manimakos und der Befreiung Tamriels von der Tyrannei Molag Baals, dem Gott der Intrigen. So, Sai hat jetzt einen Schwur geleistet, weil er das Schwert wieder hat. Hallo?
Kasura? Da ist er. Der Ring gehört euch. Bewacht ihn gut. Ich muss zurück zu meinen Schülern, um die langwierige Aufgabe des Wiederaufbaus in Angriff zu nehmen. Kasura, werdet ihr mit uns kommen? Vielen Dank. Aber ich kann das Tal der Klingen nicht verlassen. Ich muss die Toten begraben und die Verletzten versorgen. Ich muss mit dem Ring zurückkehren, aber vielleicht können euch Saisahan und die anderen helfen. Ich wusste, dass ihr mich schließlich zum Ring führen würdet. Gebt ihn mir. Eure Gegenwart entweiht diesen Ort, Manimako. Gebt mir den Ring und ich kann eure erbärmlichen Leben vielleicht verschonen. Wir haben euren Titanen niedergeschlagen und wir werden auch euch niederschlagen. Der Titan war ein Vorspiel dessen, was kommen wird, wenn ihr mir weiterhin trotzt. Euch trotzen? Euer Gottheitswahn ist lachhaft, ihr schändlicher Leichenhirte. Nun gut. Ich werde mir einfach den Ring von euren Leichen holen. Blasphemie! Wie könnt ihr die geehrten Toten erwecken, damit sie euren Kampf führen? Und ihr merkt schon, ich mache wesentlich mehr Schaden als sonst. Sei, Achtung! Und trotzdem, jetzt rennt er hier einfach durch. Trotzdem merkt man ja, dass der sehr wenig Schaden abbekommt letztendlich. Wenn ihr das nächste Mal etwas vor dem mächtigsten Nekromanten in ganz Tamriel versteckt, solltet ihr es vielleicht nicht in einem verdammten Grab verstecken. Haltet die Stellung! Sie dürfen den Ring nicht bekommen! Hallo, schießen! Okay, also sie möchte jetzt nicht mehr schießen. Das ist natürlich super, wenn man mal ein bisschen Ressourcen aufladen möchte. Die anderen können übrigens nicht sterben. Basti natürlich schon. Ich glaube, das ist auch gerade Basti, der vor mir steht und gerade runtergeht. Ruht in Frieden, geehrte Tote. Ich schwöre es bei den Seelen meiner Vorfahren. Ich werde Manimakos Blasphemie rächen. So, hier kann ich euch nur als Tipp geben. Es ist sehr oft vorgekommen, dass... Ach, geh mal weg, Basti. Dass Saisahan plötzlich weg war oder nicht mehr ansprechbar war. Also die, die dabei sind, haben ja dieses Häkchen hier oben drüber und die Quest ist dieser Pfeil. Und der Pfeil kam nicht, man konnte ihn aber auch nicht so ansprechen. Oder er war gar nicht da, also dass man ihn gar nicht mehr finden konnte, dass man überall hier rumgelaufen ist und er war plötzlich weg. Dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, wieder da hinten hinzugehen, durch die Tür durchzugehen und wieder hier reinzukommen. Dann wird alles neu geladen. Die Gegner sind allerdings weg, muss ich dazu sagen. Saisahan müsste dann aber normalerweise wieder da sein. Also das nur so als kleinen Tipp als Rande. Fürs Erste ist der Ring unser. Bewacht ihn gut. Ich werde ihn mit meinem Leben behüten. Ihr müsst in die Zuflucht zurückkehren und ihn Fürst Waren geben. In seiner Obhut wird er sicher sein, bis es Zeit wird, nach Sankretor zu reisen. Lyris, Abnur und ich werden hierbleiben, um Kasura dabei zu helfen, die Verletzten zu versorgen und die Toten zu begraben. Wie werde ich zurückkehren? Fürst Waren hat unsere Fortschritte im Auge behalten. Er wird ein Portal öffnen für eure Rückkehr. Da ist es. Oben an der Treppe. Geht, schnell! Ich werde ihm erzählen, was geschehen ist. Was auch sehr unlogisch ist, weil er uns ja beobachtet hat. Aber wärt ihr nicht gekommen, gäbe es jetzt nichts, was man wieder aufbauen könnte. Seid in den kommenden Tagen vorsichtig, meine Freunde. Ich freue mich auf eure Rückkehr. Die Abtei der Klingen wird aus der Asche auferstehen. Wenn ich den dunklen Pfad vor uns überlebe, werde ich zurückkehren, um Kasura zu helfen, eine neue Generation Klingenmeister auszubilden. Ein edles Ziel, Sai. Vielleicht werde ich mich euch anschließen. Im Moment sollten wir uns um die Überlebenden kümmern. Oh. Ihr überrascht mich immer wieder, Sahan. Und gerade als ich dachte, ich wüsste, wie ihr tickt. Ja, Lyris und Sai sind halt unzertrennlich, ne? Vor
Vor meinem geistigen Auge habe ich euren Kampf gegen den Wurmkult und die Untoten an Psy-Abscheulichkeiten miterlebt. Eure Mission war erfolgreich, ja? Hier habt ihr den Ring von Stendars Gnade. Die Abtei der Klingen wurde verwüstet. Ja. Abschließen darf ich offensichtlich nicht mehr. Also ich habe jetzt extra alles mal mit der Maus durchgeklickt, aber es liegt definitiv nicht an meiner Tastatur, wie ihr gesehen habt. Weil, obwohl ich jetzt nur kurz am Ende draufgeklickt habe mit der Maus, ist es trotzdem weitergegangen. Also das ist, wie gesagt, ich habe das nicht bei jedem Char, aber es ist hin und wieder mal ein wenig verbuggt hier drin. Ich weiß nicht warum. So wie immer, wenn ihr lesen möchtet, einfach kurz auf die Pause drücken. Ich gehe die Seiten relativ relativ langsam durch. Ja, dann. Und wir haben nochmal eine gewöhnliche Laterne hängend als Skizze erhalten. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge wieder mit der Zuflucht weitermachen. Ich glaube, es sind noch so zwei Folgen, vielleicht noch eine Folge, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, weil wir dann nämlich in ein neues Gebiet kommen werden. Dann müssen wir hier diese ganzen Sachen von der Zuflucht nicht mehr machen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.